Die nächste Geschichte stammt von Eduard Pötzl. Eduard Pötzl hat Jus studiert. Er war, wie Chiavacci, auch Beamter, Eisenbahnbeamter, dann Journalist. Er hat für das Neue Wiener Tagblatt geschrieben. Viele Erzählungen, die dann auch in einer Sammlung von insgesamt 18 Bänden zu Beginn des 20. Jahrhunderts herausgekommen ist. Eduard Pötzl hat diese Auswahl auch selber getroffen. Und auch er hat, so wie Vinzenz Chiavacci, Figuren erfunden, die so ein bisschen unsterblich geworden sind. Zumindest der eine, der Gigerl, der Schürzenjäger. Und dann hat er noch einen Spießbürger erfunden, einen spießigen Kleinbürger namens Nigerl. Und der hat auch einige Erlebnisse gehabt, die er dann auf seine Weise kommentiert hat. Die Geschichte, die ich Ihnen aber jetzt erzähle, hat weder den Gigerl noch den Nigerl zum Hauptdarsteller. Sie trägt den Titel Canaletto, hat aber auch nichts mit bildender Kunst zu tun, wie Sie gleich bemerken werden.